Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Corona-bedingt einmal mehr virtuellen Veranstaltung Freundeskreis persönlich. Das ist die Reihe, in der wir Ihnen besonders interessante Themen, aber eben auch besonders interessante Persönlichkeiten der Musikhochschule vorstellen. Und ich habe das Vergnügen und die Ehre, heute Ihnen Professor Brandt Attema vorzustellen. Das ist der seit 2 Jahren, glaube ich, Posaunenprofessor hier an der Musikhochschule. Posaune ist ein nicht so häufiges Instrument, aber natürlich kommen in jedem klassischen und späteren Sinfonieorchester Posaunen vor. Aber kommen wir zuerst auf deine Familie zu reden, Brandt. Wo kommen die her? Sind es Musiker? Seid ihr Holländer, Niederländer? Oder? Genau, ich komme eigentlich aus Holland, aber eigentlich noch genauer aus dem Norden von Holland, Friesland. Schöne Gegend. Ja, meine Eltern hätten da einen Bauernhof. Und wir haben immer eigentlich alle Musik gemacht. Mein Vater, muss ich sagen, absolut nicht. Die hat nur angehört. Aber meine Mutter hat früher Orgel gespielt im Kirche. Und natürlich ganz früh war sie nicht erlaubt. Ganz protestantische Familie. Ja. Also war eigentlich nicht erlaubt, Musik zu machen. Aber dann Orgel im Kirche ging und hat sich später auch angefangen, Saxophon. Und dann haben wir alle Unterricht gehabt. Ich habe 6 Brüder und Schwestern. Und wir haben alle erst Orgel angefangen, dann alle ein Blechinstrument und im Blasorchester gespielt. Und so. Das wollte ich gerade fragen, wieso ausgerechnet Posaune? Das ist ja nicht so ein häufiges Instrument. Für mich war es meine älteste Schwester, die ist 18 Jahre älter und die war schon für Studium, hat die nicht mehr zu Hause gewohnt. Also jedes Wochenende kam sie zu Hause. Dann hätte ich gern natürlich alle Zeit mit meiner Schwester, habe ich immer gefragt im Unterricht und sie hat Posaune gespielt. Also so ist angefangen eigentlich. Und wie war dann deine Ausbildung? Hast du in der Schulzeit schon Posaunenunterricht gehabt? Ja, aber das war einfach ich hatte eine private Lehrerin, aber daneben einfach ganz viel Blasorchester, Brassbands, ganz viel gespielt. Und Unterricht war natürlich auch unterteilt, aber eigentlich war es nur Hobby und die Gedanke, das vielleicht mal professionell zu machen, das ist viel später erst gekommen, erst wie vielleicht 16, 17 Jahre alt, dass ich gedacht habe, vielleicht wäre das auch mal interessant. Du sprichst an verschiedenen Stellen von dem Dreiklang der Möglichkeiten, die es für dieses Instrument gibt, will sagen kammermusikalischer Bereich, Orchester, solistischer Bereich und natürlich auch der Unterrichtsbereich. Wir kommen dann speziell auch noch zu sprechen, vielleicht auf die historischen Instrumente und natürlich, was für dich eine ganz große Rolle spielt, die neue Musik. Du hast deine Masterarbeit geschrieben über Unterrichten oder wie war das genau? Genau, ich habe eigentlich früher habe ich Bachelor, Master gemacht, eigentlich nur als Posaunist so gesagt. In die Zeit, da war Masters in Holland noch nicht so ein Ding. Ich habe wenig Posaune gespielt. Und dann später bin ich angefangen mit Unterricht, aber eigentlich intuitiv, wie mein Lehrer auch unterrichtet hat, habe ich auch unterrichtet. Und das war Ben van Dijk, ja, oder? Genau, super Lehrer. Und berühmter Mann, ja. Ja, war auch tolle Zeit für mich. Habe ich auch so ein bisschen unterrichtet. Dann habe ich auf einen Moment gedacht, ja, Klasse ist größer und größer geworden. Vielleicht wäre es nicht so schlecht, wenn ich auch mal forsche, wie man eigentlich unterrichten könnte. Was sind die neuesten Methoden? Ja. Und dann hat meine Schule in Den Haag, wo ich damals unterrichtet habe, die hat gesagt, weißt du, du könntest nochmal einen Masters machen, Masters of Music, aber dann mit Forschung, wie du wünschst. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Und dann Forschung nach Unterrichten, wobei ich dann spezifisch angeschaut habe, was ein Kollege von mir macht in Amerika mit Focal Dystonia, Fokale Dystonie wahrscheinlich in Deutsch. Genau, ja. Die sagen auch manchmal Musikerdystonie. Und sie arbeitet einfach mit Leuten, die auf einen Moment in die Lebenslauf plötzlich nicht mehr spielen können. Oder? Und sie hat so tolle Sachen herausgefunden. Habe ich gedacht, das wäre mal interessant für mich, weil dann weiß ich nicht nur, was ich machen kann, gut zu unterrichten. Ich kann auch probieren, präventiv keine Dystonie zu verursachen. Bei dir taucht das Stichwort Mental Coaching auf. Das hätte ich dich auch gefragt. Gibt es auch Dinge, die man ohne Instrument unterrichtet? Schon. Ich muss sagen, auf diesen Moment ist das Instrument an sich, das ist sicher in die ersten 1, 2, 3 Jahre super wichtig. Da muss man noch ganz bewusst fähig werden, wie die Posaune eigentlich, wenn man vielleicht noch Hobbyspieler ist, dann ist man unbewusst fähig oder vielleicht eben unbewusst unfähig und dann muss man langsam entdecken, aber so funktioniert es. Man kriegt auch Tipps und Tricks, was man machen kann, dass es jeden Tag gut ist. Aber daneben gibt es eigentlich
Meiste Leute können auf einmal ganz gut spielen zu Hause oder in die Übezimmer. Das ist eine Kopfsache. Ja, aber dann auf der Bühne und zusammenspielen mit Nervosität, das ist eine ganz große Sache bei uns. Vielleicht an dieser Stelle schnell bei Nervosität die Frage, Lampenfieber bei euch Posaunisten, wie merkt man das? Bei uns ist oft Luft, und weil wenn man natürlich ein bisschen nervös wird, geht Herz schneller und dann geht man so ab und das ist für Posaune sehr schlecht. Also das bemerkt man eigentlich am schnellsten. Aber es kann auch Zitterung in Lippen, in Ansatz kriegen. Ja. Und das Schwierigste ist natürlich, dass man, wenn man in ein Orchester sitzt, man spielt ganz lange Stelle und man ist ganz nervöse, dann hat man auch Zeit, so darüber hinzukommen, dann wird es wieder besser. Wenn man ein Probespiel machen muss zum Beispiel, wo man oft Stellen von 10 Sekunden spielen muss oder 15 Sekunden, wenn man dann nicht super dabei ist, ist man gleich wieder raus. Also ist im Grunde, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf diese Situation, das ist im Grunde eine unmenschliche Situation und auch eine, die in der Realität überhaupt nicht vorkommt. Ne? Ja und nein, muss ich sagen. Manche Sachen sind eigentlich alleine einfacher, manche Sachen sind im Orchester einfacher und ist auch abhängig, wenn man einen Dirigent hat, die mal sagt, spiel du mal alleine, dann hat das das gleiche Effekt, als ob man ein Probespiel hat. Also, ja, ist richtig. Ja, es gehört zu unserem Leben, leider. Gibt es irgendwelche Merkmale, woran man erkennen kann, ob jemand begabt wäre für Posaune oder nicht? Das Wichtigste, was ich eigentlich, wo ich nach forsche, ist Klang. Wenn man einen tollen Klang macht und man ist 16, 17, man macht so einen tollen Klang, dann bedeutet das, dass man einfach wahrscheinlich gute Ohren auch hat und den Wunsch, musikalisch zu klingen. Und andersrum, wenn man noch keinen guten Klang hat, finde ich es auch schwierig, um vielleicht mitzuarbeiten. Und ich suche immer nach persönlich als Lehrer suche ich nach einer Verbindung mit meinem Student. Also wenn ich einen Probeunterricht mache, dann empfehle ich auch meinem Student, bitte, du musst überhaupt nicht bei mir studieren, du musst nur entdecken, passen wir zusammen. Weil eben wenn ich auf Papier ein guter Lehrer bin, bedeutet das nicht, dass ich gut für dich bin. Aber natürlich mache ich das auch ein bisschen andersrum. Wenn ich die Wahl habe aus 20 Studenten und ich habe 2 Plätze, dann suche ich nicht nur nach Talent, aber auch nach einer, die mir inspiriert, dass ich denke, ich bin super interessiert, um mal mit dir zu arbeiten. Und natürlich, man schaut auch an, wie ist das Körper, wie ist das Niveau, wenn es zu viele Probleme gibt. Klar. Dann, ja. Und du musst als guter Lehrer natürlich die besten Eigenschaften deines Schülers hervorholen und ihm nicht sagen, spiel genau wie ich, dann ist es richtig. Genau. Ne? Okay. Genau. Dein Lehrer, Ben van Dijk, der war auch in Amerika eine Weile und hat da auch, glaube ich, Jazz gespielt. Wenn ich so die Posaunistennamen meinetwegen, wen gibt es da? Glenn Miller meinetwegen, Kid Ory oder Chris Barber, Ray Conniff, Ernst Mosch, der Volksmusiker war auch, oder Mike Swoboda, Christian Lindberg. Wenn man die so anguckt, hast du dadurch auch eine besondere Beziehung zum Jazz oder zu, sagen wir mal, außerklassischen Musikbereichen gekriegt? Ich muss sagen, ich bin einfach ein Musikliebhaber. Also ich denke auch nicht in Stilen oder so. Natürlich schon Interesse in Stilen. Also wenn ich Jazz spiele, dann respektiere ich Jazz und dann forsche ich das. Aber ich zu Hause drehe ich alles. Es ist von ganz Popmusik zu ganz Weltmusik zu ganz Rockmusik und ich finde es eigentlich auch super, um zu entdecken, wie ich auf meine Posaunen zum Beispiel etwas imitieren kann. Wenn ich eine tolle Melodie höre von einem Sänger oder einer Sängerin und ich spiele das nach, dann finde ich so interessant, was ich machen könnte, dass die Qualität von der Musik, das, was ich so schön fand an das Original, ob ich das auch auf meinen Posaunen auf einen anderen Weg, doch die Bronne, die Kerne von der Musik, von der Schönheit nochmal wieder klingen. Also man kann, wenn ich das richtig verstehe, kann man für das Spielen von klassischer Musik auch sehr viel im Jazz lernen, oder? Schon. Ich denke eigentlich, dass einer hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wen, aber man sagt, wenn ich eine Sprache kenne, dann habe ich eine Sprache, um zu erklären, was ich fühle, was ich denke, was ich meine. Wenn ich 10 Sprachen kenne, dann kann ich 10 Sprachen benutzen und dann habe ich eine viel größere Wahl. Und das glaube ich auch mit anderen Stilen, anderen Farben. Wenn ich ganz viel entwickle als Musiker und ich kenne all diese Stilen und all diese Musik habe ich im Kopf und dann kommt dann eine ganz schöne klassische Stelle, dann habe ich all diese Bagage, so gesagt, um die Musik aus dieser Stelle hören zu lassen. Die sind, wenn ich so die Posaunisten angucke, sind es ja oft sehr vielseitige oder interessante Leute dahingehend. Zum Beispiel Christian Lindberg, der hat erzählt, er hätte durch das Beatles-Stück Help
hätte er seine Liebe zur Posaune entdeckt, wobei da, glaube ich, gar keine drin vorkommen. Und der Albert Mangelsdorf, der ja auch ein sehr berühmter Posaunist ist, von dem gibt es eine wunderbare Aufnahme, wo der ein Duett mit einem Walfisch macht. Also der Wal antwortet ihm, was er spielt. Eine Frage in dem Zusammenhang, du arbeitest auch, wie dein Lehrer, auch mit einer Firma zusammen, die Posaunen baut. Genau. Tein, genau. Oder wie heißt es? Tein heißen die. Tein in Bremen. Ne? Sind in Bremen. Ja. Vielleicht, damit man ein bisschen eine Vorstellung von dieser Firma hat, die ist sehr bekannt für die Interessenten. Die haben das Klavier, glaube ich, auf der Titanic haben die gebaut. Die haben auch ganz lange Zeit Klavier gebaut. Mhm. Stimmt. Das ist leider, nach dem Krieg ist aller Holz von dieser Klavierfabrik ist leider durch den ganzen Krieg ist das alles kaputt gegangen und ja, dann sind die auch aufgehört mit Klavier und jetzt machen die nur noch Blech und Schlagzeug. Ja, und das ist aber für dich, hat nicht rein kommerzielle Gründe, dass du mit denen zusammenarbeitest, unterstelle ich mal, sondern... Überhaupt nicht. Ich habe auch kein... Man kann manchmal mit einem Bauer eine Kommission oder so einen Vertrag machen. Ich hätte das lieber nicht, weil ich auch unterrichte. Ich würde gerne meinen Studenten die bestpassende Posaune für die Studenten empfehlen und nicht die Posaune, die mir meiste Geld reinbringt. Gibt es da denn so große Unterschiede? Unglaublich groß. Und zuerst gibt es schon ein bisschen zwei Arten. Es gibt die deutsche Bau und die amerikanische Bau. Das ist schon ein bisschen ein anderer. Und der französische Bau gehört zu amerikanisch eigentlich. Aber die deutsche Bau bedeutet, dass hier schon, irgendwo ab hier, fängt die Posaune schon an, größer zu werden. Ja. Und das wird langsam größer. Und der amerikanische Bau, die fängt erst ab hier an, größer. Das ist ganz einfach mal gesagt. Also das ist schon ein ganz anderes Ding. Material ist ganz anders. Das ist Kruspe, von Teilen benutzt Kruspe. Teilweise Kruspe ist nicht komplett Kruspe. Und die Amerikaner, die benutzen, ja, das heißt manchmal Yellow Brass oder Red Brass. Und das sind ganz andere, natürlich auch, alles ist Blech. Aber ein bisschen links, rechts, das ist ein großes Unterschied. Und dann gibt es auch noch pro Bauer, also zum Beispiel meine Posaunenbauer, die sind super interessiert in innovieren, also entdecken, was könnten wir noch neu machen. Es gibt auch Bauer, die sind eigentlich mehr auf der Welt, um ganz viele Posaunisten in der ganzen Welt ein Posaune zu besorgen. Mhm. Also wenn man Bach oder Courtois oder so hat, die probieren einfach über die ganze Welt Posaunen zu verkaufen, an die jungen Studenten, an die jungen Kinder. Das ist ein anderes Ziel, dann Tein, die probiert die Posaune noch weiter, noch wieder anders zu entwickeln. Mhm. Es gibt ja auch, wenn ich das richtig weiß, Orchester meinetwegen in Wien, die haben eine bestimmte Art von Posaune und andere dürfen da gar nicht rein. Ja, es gibt es noch, es gab es männlich. Es gibt es immer weniger. Das hat klangliche Gründe, oder? Ja, das Problem ist nur, zum Beispiel in Berlin gab es immer, ich glaube, Kromat. Und dann hat zum Beispiel der Bassposaunist jetzt, Stefan Schulz, fantastischer Bassposaunist, der hat einfach Kromat gefragt, bau mir ein Posaune, die ähnlich ist als meine Bach. Ach. Also es steht Kromat auf der Becher. Aha. Ah ja. Aber also das hat am Ende ist natürlich die Person, die auch den Klang macht. Und ein Posaune kann das unterstützen oder nicht unterstützen. Okay. Und natürlich, ein anderer Posaune klingt schon anders. Aber okay, und wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Nein, genau. Kommen wir auf deine berufliche Laufbahn noch zu sprechen. Du warst viele Jahre in einem Orchester, was Rundfunkaufnahmen gemacht hat, in Den Haag, Radiophilharmonie. Ja, Radiophilharmonie. Eigentlich, wir spielen in Amsterdam und Utrecht und wir haben geprobt in Hilversum, aber macht das nichts. Aber da war ich, seit ich 19 war, habe ich die Stelle schon gewonnen. Ich hatte ein bisschen Glück und habe unglaublich viel Spaß gehabt. Wir haben alle Musik gemacht, von Wagners auf der Bühne in Amsterdam zu Opern im Grabe, zu zeitgenössischer Musik, Mahler-Sinfonien auf Tour. Also und Rundfunk ist natürlich nochmal was anderes. Da kann es sein, dass man meinetwegen eine Stelle wegen der Geigen vielleicht 20 Mal wiederholen muss, oder? Eigentlich haben wir alles immer mit Konzerten gemacht und die Konzerte, die sind aufgenommen. Wir haben auch mal eine CD-Aufnahme gemacht, aber die Zeit, dass wir nur ins Studio gespielt haben, die war, wenn ich angefangen bin, schon vorbei.
Und das war ich eigentlich ganz froh, weil mit Publikum spielt man doch anders. Ja, ja klar. Und nach Dozenturen in Den Haag und Rotterdam warst du dann, oder bist du seit 2019 hier in Karlsruhe? Genau. Wie war denn das? Kannten die deinen Namen und haben gedacht, den rufen wir mal an? Oder musstest du ein Probespiel machen? Oder man muss schon eine Bewerbung machen, ja. Das ist schon eine interessante Sache. Man muss einfach so eins in so viel Zeit, weil es gibt nicht so viele Stellen, kommt ein Professur irgendwo frei. Und da muss man einfach einen Brief schreiben, habe ich ganz gut gemacht, Lebenslauf. Und wenn man Glück hat, wird man eingeladen, weil lange nicht alle Leute werden eingeladen, weil die kriegen vielleicht 80 Briefen und bei mir waren dann 6 Leute eingeladen. Und dann habe ich 2 Stunden Bewerbung gemacht, also eine halbe Stunde Recital gespielt, 1 Stunde Unterricht gemacht mit 3 unterschiedlichen Studenten und dann eine halbe Stunde gesprochen mit Kommission von, ich glaube, war irgendwo 12, 13 Leute. Was hast du gespielt? Ich habe eigentlich meine Diversität gezeigt. Also ich habe Schniede gespielt, das ist schon ein klassisches Stück für Bass-Posaune, aber der Komponist ist eigentlich Jazz-Saxophonist. Also es gibt so eine Mischung. Ich habe New Orleans gespielt, das ist so ein Repertoire-Stück für Bass-Posaune. Aber ich habe auch Doppelgänger von Schubert gespielt, aber dann auf Bass-Posaune. Oh. Und ich habe ein neues Stück schreiben lassen von einem Komponist aus Holland mit Electronics. Also ich habe so wirklich probiert, alles hören zu lassen, was mir interessiert und was mir passt. Ist es nicht so, dass, wie man bei den Klarinettisten sagt, wenn da jemand Probespiel macht, muss er auf jeden Fall Mozart-Konzert spielen. Wenn ihr irgendwo Probespiel macht, müsst ihr auf jeden Fall Ferdinand David-Konzert spielen. Ist es nicht so? Bei einem Orchester schon. Beim Orchester aber bei einer Bewerbung für Professor ist das natürlich komplett frei. Das ist an dir, was du bringst. Und ich habe einfach gedacht, natürlich denke ich mal, was wäre gut, so eine Bewerbung zu bringen. Ich habe einfach gedacht, ich muss zeigen, wer ich bin. Weil die mussten entdecken, wer ich bin. Und dann können die sagen, okay, das passt zu uns oder nicht. Mhm. Und schlimmsten Fall ist denken, nein, überhaupt nicht. Naja, und ich hätte Glück. Wir hören uns vielleicht mal eine erste Musik an, aus verschiedenen Gründen. Es ist, glaube ich, eine berühmte Probespielstelle. Und es ist aber auch eine Stelle, wo es um das Instrument geht. Tuba Mirum aus dem Mozart-Requiem. Tuba Mirum, das klingt so harmlos, ist aber im Grunde ein Ausschnitt aus dem Dies Irae, also einer der schrecklichsten Stellen im Requiem, Tag des Zornes. Und Dies Irae kommt in der Totenmesse drin vor. Und vielleicht sagst du was zu dieser Stelle im Mozart-Requiem. Naja, es ist schon ein spezielles Moment, weil zuerst ist der Solo in der zweiten Posaunenstimme geschrieben, was ganz unik ist. Dieser Dreiklang da am Anfang. Ja, genau, das ist für zweite Posaune. Und normalerweise hat immer der erste Posaune, ist der Solobläser. Mhm. Also das ist das Erste, was kommt. Und daran, was ich super toll finde, wie es eigentlich ein Duett mit dem Sänger. Also und das finde ich so schön, weil dann kommt eigentlich das ursprüngliche Ziel von der Posaune, das wir immer zusammen mit Sängern gespielt haben, kommt wieder nach oben. Und Mozart hat das natürlich gewusst. Also wir kopieren den Sänger, der Sänger kopiert uns. Und das finde ich so toll, dass diese Stelle kann man wirklich alles zeigen, was ein Posaune so schön macht. Gut, dann hören wir jetzt das erste Musikbeispiel. Thank you.
Ja, das Dies Irae, was ja auch in viele Kompositionen eingeflossen ist, auch in alte Buxtehude, Telemann oder so. Und dann auch das Lied When the Saints Go Marching In, das handelt von nichts anderem. Das jüngste Gericht, wobei man sagt ja immer die Posaune des jüngsten Gerichts oder die Posaunen von Jericho, das kann aber gar nicht sein, weil als Jericho belagert bzw. erobert wurde, da gab es noch gar keine Posaunen, nein, oder? Nein, das ist so, wir denken doch immer, dass die Übersetzung einfach gefehlt hat. Was waren das dann? Waren sogenannte Widerhörner, glaube ich, oder? Ja, die haben natürlich damals noch einfach auf Hörner gespielt, auch mal von Tieren oder mal solche Sachen. Also es könnte alles gewesen sein. Ich denke, in die Zeit gab es wenig solche Instrumente, um auf der Turm oder so zu blasen, wenn einer kam, so solche Sachen. Hector Berlioz hat auch natürlich das Dies Irae Motiv verwendet. Das ist von die Fantastique und in seinem Requiem, glaube ich, auch. Und er hat ein schönes Wort über die Posaune gesagt, was du kennst, nehme ich mal an, drohend und furchterregend sei sie, fähig in wilder Aufschreie auszubrechen, die Toten zu erwecken und den Lebendigen das jüngste Gericht anzukündigen. Also ich finde, das sagt schon so ein bisschen was auch aus über die Vielseitigkeit, die Posaune hat. Also die kann wunderbar weich und sanft und gesanglich klingen. Sie kann aber auch sehr furchterregende Eindrücke vermitteln. Ne? Ja, wir haben ganz großes Register, aber auch ganz große Dynamik, die wir benutzen können. Und das macht es eigentlich ganz spannend auch, um Weg zu zeigen, ja, was gibt's, was ist möglich für mich und was ist wünschbar, kommt auch noch dazu. Wir hören noch ein anderes kleines klassisches Musikstück, auch einen berühmten Ausschnitt aus der Haydnschen Schöpfung. Das ist das dritte von vier Oratorien, die Haydn geschrieben hat. Vollendet ist das große Werk. Das ist, wenn man sich das anhört, diese Stelle, eine hochvirtuose Stimme, oder? Ja, sicher in die Zeit, weil damals war das für Bassposaune in F geschrieben. Dann hatte man, der Zug war zu lang, heutzutage haben wir Ventilen, hatten wir dann nicht. Dann hätte man noch ein kleines Sting, das man noch zum letzten Position kam. Also das war schon interessant, dass sie schon in die Zeit so schnell geschrieben haben. Jetzt ist es nicht mehr unbedingt so schnell, aber damals sicher, denke ich. Was ich interessant finde, Haydn war ja in England und er war ein großer Händel-Kenner. Und Händel hat ja sich sehr um die Posaunen bemüht, hat sie eingesetzt, auch solistisch. Und im Gegensatz zu seinem berühmten Kollegen Johann Sebastian Bach, der hat zwar auch Posaunenstimmen geschrieben, aber die sind immer kollaparte mit irgendwelchen Gesangsstimmen, keine eigenen Posaunenstimmen. Wir hören uns Track 2 aus der CD an und das ist diese Stelle aus der Haydnschen Schöpfung. Erwähnen sollte, neben Händel als jemand, der Haydn sehr beeinflusst hat, ist Christoph Willibald Gluck, der auch wunderbare Orchestermusik auch unter Verwendung von Posaunen geschrieben hat. Wir kommen aber jetzt zu einem weiteren großen Wiener Klassiker und der hat einige völlig unbekannte Posaunenstücke geschrieben. Das ist Ludwig van Beethoven. Das sind drei Equali,
Equali heißt gleich, also praktisch für gleiche Instrumente geschrieben. Vier sind es, vier Posaunen. Und es kam deswegen, er war in Linz, auf einer Reise in Linz und hat sich da mit dem Erzbischof getroffen. Und der hat ihn gebeten, ob er für aller Seelen einige Trauermusiken schreiben könnte. Die finde ich aber gar nicht so unbedingt was Trauriges, sondern eher was Tröstliches haben im Charakter, oder? Schon, aber hat schon noch was natürlich mit das. Es sind ja auch gespielt bei der Begrabung von Beethoven, glaube ich. Genau. Es ist wirklich schon, es hat natürlich was Tröstvolles, aber das gehört vielleicht auch zur Begrabung, oder? Und man muss dann sagen, in der Linzer Tradition hat dann Anton Bruckner auch solche Stücke geschrieben. Genau. Ne? Ja. Bei Beethoven kommt die Posaune sonst vor in den Symphonien 5., 6. und 9. Genau. Und 9. Berühmte Stelle, seit umschlungen Millionen, da, das hat man vielleicht so ein bisschen im Ohr. Aber wir hören uns jetzt das Mittlere dieser Equali an von Ludwig van Beethoven. Posaunen spielen ja oft im Satz, also in vierstimmigen oder dreistimmigen Satz. Die klassische Besetzung ist, glaube ich, zwei Tenoren, eine Bassposaune, oder? Genau. Das hat die Tradition, glaube ich, in der Salzburger Kirchenmusik. Und stimmt es, dass man die Posaunen, die hatte man dann nicht im Orchester, sondern die hat man immer von irgendwelchen Militärkapellen als Gäste geholt? Das könnte sein. Ich weiß nur, die erste offizielle Stellen für Posaunen, die gab es mal in Dresden. Aber das ist schon auch eine Weile her. Aber es hat natürlich lange, ich denke im Allgemeinen ist es lange so gewesen, dass ganz viel Musik geschrieben ist, einfach irgendwo für eine Person mit viel Geld. Und dann haben, ich kenne auch Geschichten, dass, oder, dass der Mann, der auch mit den Pferden gelaufen hat, der hat dann auch Pauken gespielt. Und ja, richtig, das gab es, also vielleicht, es könnte gut sein. Bei Beethoven kommen die Posaunen ja, glaube ich, immer im letzten Satz vor, wobei das dann natürlich dann ein ganz besonderer Effekt noch ist, dass man da zusätzlich dann eben noch diese neue Klangfarbe bringt. Aber reden wir jetzt mal über die, apropos Satz, reden wir mal über die verschiedenen Stimmlagen, die es da gibt. Es gibt die Diskantposaune, gibt es nicht, Altposaune gibt es, Tenorposaune. Es gab ursprünglich auch ein Sopran. Posaune und es gab die ganze Menge, aber im Orchester benutzt werden jetzt meistens Altposaune, Tenorposaune, Bassposaune, manchmal aber ein Kontrabassposaune. Ja. Und wir spielen auch oft Basstrompete, aber das kann auch durch eine Trompete gespielt werden, aber wird eigentlich oft durch einen Posaunist gespielt. Ah ja, und du hast zwei mitgebracht? Ja. Da sagst du am besten als Experte was darüber. Naja, mein Spezialismus ist Bassposaune und Kontrabassposaune. Ich habe mal den Bass und den Kontra mitgebracht. Und Unterschied mit einem Tenorposaune, die Posaune, die wir am besten kennen, ist eigentlich nicht so groß. Posaune sieht eigentlich ähnlich aus. Nur beim Bassposaune gibt es ein zweites Ventil. Bei Tenorposaune gibt es oft nur ein Ventil. Aha. Und der Bohrung ist ein bisschen größer, weil wir mehr in der Tiefe und Mittenlage spielen. Und dann wird die, wenn der Bohrung ein bisschen größer wird, wird der Ton ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer vielleicht auch. Also darum haben wir das ein bisschen größer gebaut. Und weit ist das eigentlich wie eine normale Posaune. Und eine Kontrabass-Posaune, die ist auch in einen anderen Tonart gebaut. Deutlich größer, ja. Deutlich größer.
aber weiter das ganz gleiche System, ganz einfach wie, ja, man hat einen Zug, die verlängert die Posaune, dann wird es tiefer, dann haben wir noch die Ventilen, die verlängern das nochmal, dann muss man nicht immer so weit ziehen. Mhm. Und das ist die ganze Gedanke. Und deswegen einfach. Können Kinder keine Posaune spielen, weil die keine so langen Arme haben, stimmt das? Naja, wir machen, es gibt viele Methoden jetzt auch schon, zum Beispiel mit Altposaunen, die sind ein bisschen kleiner, dass Kinder da auf anfangen. Es gibt auch Ventilposaunen, also zum Beispiel, ich bin angefangen mit Ventilposaune. Und dann, wenn man dann noch zu klein ist, kann man jedenfalls schon das machen. Ist das ist leichter, oder, Ventilposaune? Denn da hat man praktisch die Töne, während man bei der Zugposaune muss man sie suchen, oder nicht? Ja, in Theorie ja. Aha. Das Problem ist mit den Ventilen, die sind an sich nicht unbedingt gut intoniert. Das ist unmöglich, um die perfekte. Da muss man eigentlich auch wieder. Da muss man ausgleichen. Ja, mit Atem und mit Ansatz. Also, ja, ich finde eigentlich Zug wieder einfacher. Dann kann man einfach den Zug bewegen. Anders muss man alles mit Luft und Ansatz machen. Und ich kann einfach denken, oh, die ist zu hoch, mache mich in Tiefe. Also eigentlich finde ich Zug eher einfacher, dann schwieriger. Also das stelle ich mir als Laie schwer vor, dass man da immer genau an der richtigen Stelle anhält, den Zug. Ne? Ja, aber wie singt man? Wie macht man das? Wenn man einen Ton singt, dann spannt man auch die Stimmbände, sagt man so. Ja. Die spannt man an, ja. Und man macht Luft dazu und dann kommt ein Ton raus. Aber doch können meiste Leute ziemlich gut intoniert singen. Ja, ist richtig. Ja. Und das ist bei uns auch. Ich denke, ein Ton. Und dann geht er dahin. Aber wenn ich ein andere, weiß ich, das ist vierte Position, wenn ich ein anderer Ton auf vierte Position denke, dann ziehe ich viel weiter, weil das gehört zu diesem Ton. Das ist auch eine vierte Position. Mhm. Und das geht alles eigentlich, das übt man natürlich, aber eigentlich übt man das vielleicht vergleichbar mit Geige oder mit Stimme. Man kopiert, man lässt einfach das Körper das suchen, wo muss das sein. Ja. Und wir haben natürlich ein bisschen 1, 2, 3, 4. Aber es gibt nicht 7 Positionen, es gibt eigentlich 95 Positionen, weil jeder Ton hat doch einen Tick anderen Platz. Ja. Und die Möglichkeit, die Intonation auszugleichen, wo hat man die hier oder wo? Kann auch. Es ist eine Mischung. Also wenn ich zum Beispiel, das ist ein F. Wenn ich ein E spiele, klingt immer noch ein F. Ja, richtig. Aber nicht so schön. Nee, stimmt. Wenn ich ein F denke, klingt einfach schöner. Also die Posaune wird probieren, immer die richtige Ton oder die bei diesen Obertönen gehört zu spielen. Aber wenn man die im Kopf nicht gut hat, dann ist der Luft und Ansatz nicht passend, dann wird der Ton weniger schön. Also eigentlich macht man das mit einer Mischung von Luftkontrolle, Geschwindigkeit oder wie viel Luft man gibt, Öffnung von dem Mund, Kreis, Öffnung von dem ganzen Mund auch. Das, wenn man das macht, und Zug. Und das ist eigentlich alles so kompliziert, dass ich lieber sage, vertraue die Ohren, ich habe einen Ton im Kopf und er kommt raus. Und ich probiere nicht zu viel zu denken, was ich genau mache, weil es einfach zu kompliziert ist. Was ist das Schwere oder Anstrengende am Posaunenspielen? Alles. Nein, an sich ist es... Es ist nicht schwerer oder anstrengend. Man denkt immer, ne? Das ist so wahnsinnig anstrengend, auch bei Trompeten. Es ist natürlich ein Problem, es kommt der Moment, diese Muskeln sind ziemlich klein hier beim Ansatz. Also es kommt der Moment, dass die keine Kraft mehr haben. Das ist der sogenannte Kussmuskel, ne? Ja, genau. Und es kommt, das kann man aufbauen, es wird stärker, die Muskeln werden auch stärker. Man spielt auch effizienter auf einen Moment, dann kostet das weniger Kraft. Aber es kommt auch im Moment, dann sind die müde. Und das ist immer unser größter Stress, unsere Nervosität. Dass wenn man vor das Konzert zum Ende kommt, dass man schon, dass die Muskeln schon müde sind. Und das, inwieweit spielt hier das Zwerchfell eine Rolle? Nicht was die Tongebung anbetrifft, sondern nur was die Dauer und die Intensität, die Lautstärke und so anbetrifft, oder? Hat mit alles zu tun. Wenn ich ganz nervös bin, ich bin ganz angestrengt, meine Luft ist nur hier, hört man das auch in der Tonqualität. Und wenn ich ganz entspannt bin, klingt einfach runder. Und wenn ich nicht genug Luft gebe, also es hat alles miteinander zu tun und das ist auch das Interessante, aber auch das Komplizierte, weil wie du auch weißt, Kopf und Körper sind ziemlich verbunden,
Ja. Also wenn wir nervöse werden, wird das Körper auch nervöse. Also ich habe den Eindruck, dass die Posaune ein sehr körpernahes Instrument ist. Schon, ja. Ja. Also der Körper wird ganz anders einbezogen als bei vielen anderen Instrumenten. Es ist ja ein wahnsinnig altes Instrument schon. Ja. Und es ist, glaube ich, das einzige Instrument im Orchester, welches, seit es es gibt, seine Form bis heute bewahrt hat. Ne? Ja, hat sich wenig geändert eigentlich. Mhm. Man kann auf alten Bildern von Albrecht Dürer zum Beispiel, kann man Posaunen angucken, die sehen genauso aus noch wie heute. Wir haben schon darüber gesprochen, über das Umfeld Militär, Kirche natürlich, jüngstes Gericht haben wir auch schon gesprochen. Was Posaunen-Probespielstellen anbetrifft, da gibt es natürlich wunderbare von Johannes Brahms, in der ersten Sinfonie gibt es eine. Wobei die an sich eine Sinfonie ist, die was mit dem Alphorn zu tun hat, am Schluss. Aber es gibt eine wunderbare Choral, das ist eine Choralstelle, da wird also die Posaune in ihrer sakralen Wirkung gezeigt. Beethoven hatten wir schon erwähnt und seine Sinfonien, der war praktisch der Türöffner, glaube ich, kann man sagen, um die Posaunen ins Sinfonieorchester zu übernehmen. Und alle anderen, Brahms, Schubert, Unvollendete, wunderbar. Oder auch Dvorak, Richard Strauss und natürlich Gustav Mahler, die haben das dann übernommen. Vielleicht kommen wir auf Gustav Mahler kurz zu sprechen. Das war ja ein Mann, der was von Orchestern, von Instrumenten verstanden hat. Da gibt es die siebte Sinfonie, die hat ein berühmtes Bassposaunen-Solo. Genau. Ja, das ist natürlich, weil das mein Spezialismus ist, bin ich natürlich immer ein bisschen so Ambassador. Oder probiere ich die Bassposaune ein bisschen an das Publikum zu zeichnen. Und es gibt nicht so viele Solos, aber diese in der Mahler Siebte ist schon ein wunderschönes Solo, weil es fängt eigentlich weich und groß an, was ich toll finde an der Bassposaune, aber dann das zweite Teil ist eigentlich ziemlich laut und beeindruckend. Und ich finde es schön, dass ein Komponist so in eigentlich 30 Sekunden so beide Seiten von der Bassposaune so schön zeigt. Ja. Machst du es vor? Ja, gern. Dann kommt der erste Posaune dazu, dann kommt noch der Tenorhorn dazu, die auch Mahler Siebte mit anfängt. Mhm. Und danach kommt dann das dramatische Moment, dass der Bassposaune weitergeht. Dann dürfen wir mal wirklich groß. Und da steht dann auch ein Diminuendo, ein schönes drüber am Schluss. Ja, aber dann kommt natürlich schön das Orchester wieder da. In Orchester hört man das eigentlich nicht. Aber im Probespiel muss man das ganz zum Ende führen. Aber mit Orchester, dann könnte man einfach eigentlich aufhören. Du hast es ja jetzt auch auswendig gespielt, aber das sind so Stellen, die kann man dann auswendig. Hat man so oft gespielt und unterrichtet, das kennt man alle so, ja. Und die fängt ja, die siebte fängt mit 8 Hörnern, glaube ich, an. Also ja, siebte fängt dann mit ziemlich schnell schon der Tenortuba. Die dritte fängt mit 8 genau, Hörnern an. Genau, so ist es, ja, genau. Die hat ja auch schöne Posaunenstellen. Das ist ein tolles Moment. Eigentlich auch so ganz groß und dann später kommt die Solo zurück und dann hört man das ganz Weiche in der Posaune auch. Finde ich unglaublich, wie er das vorgestellt hat. Da hat er sich schon so gut ausgekannt, dass er genau gewusst hat. Und wie ernst sind die dynamischen Bezeichnungen zu nehmen, die da drinstehen in Noten? Also manchmal steht ja bei Beethoven zum Beispiel auch steht Piano oder Pianissimo und da legt man dann Wert darauf, dass man den Unterschied auch hört. Ja, ich fand ein ganz respektierter Kollege von mir hat mal gesagt, sicher mit einem Probespiel, man probiert alles, was man liest, von der Komponist zu zeigen. Mhm. Und alles, was nicht da steht, probiert man auch nicht zu tun. Aber dann drin, da in die Wahrheit, was da geschrieben ist, da gibt es noch die Freiheit. Und das ist deine persönliche Freiheit. Also man kann Richtung geben an eine Phrase, aber wenn es kein Crescendo geschrieben steht, darf man kein Crescendo machen. Und das ist dann die schöne persönliche Stelle. Mhm. Und er hat natürlich daneben noch
wenn man Mozart Fortissimo sieht oder Wagner Fortissimo oder Wolfgang Riem Fortissimo, dann hat man natürlich auch, man kennt die Komponisten auch, man weiß ein bisschen, was er im Kopf hätte. Es ist vielleicht alles relativ, genau. Und es kommt natürlich auf den Kontext auch an. Genau, ja. Ja. Mhm. Kommen wir auf noch ein paar berühmte Orchesterstellen zu sprechen. Sehr berühmte ist ja der Bolero von Maurice Ravel, der ja im Grunde ja eine Instrumentationskunde ist, wie sie schöner und besser nicht geht. Das hören wir uns vielleicht an. Das ist ein Tenorposaune. Genau. Das spielst du also nicht. Ich spiele es mal, aber es ist nicht mein Spezialismus. Ich habe das dann jetzt auch nicht mitgenommen. Okay, dann hören wir es uns vom Band, von der CD an. Das ist Ravel Bolero, das ist Track 7 von der CD. Ne? Kleinen Glissandi stehen die in der Partitur in Noten drin. Ja, ja, steht alles dabei. Mhm. Ja. Kommen wir vielleicht kurz, apropos Glissando, auf einige Spieltechniken zu sprechen. Glissando hat man das Gefühl, das ist klar, das muss man einfach das durchziehen und nicht abbrechen, dann hat man ein Glissando, oder? Mhm. Na, gibt es auch noch ganz unterschiedliche. Zum Beispiel? Man kann das Berühmte, ist vielleicht so gesagt Blasorchester, witzige Glissando. Dann haben wir sowas Festliches oder so. Aber es gibt natürlich auch, zum Beispiel in die Bolero, hat es eher was Weiches oder was, ja, oder was Sensitives eigentlich. Mhm. Man kann auch, wenn man an Barockmusik denkt, manchmal kann man auch Glissando wie ein Ornament nutzen. Das gab es auch mit Geigen und so, dass man, habe ich ein Beispiel, dass man eher das macht, oder dass man, die haben, es gibt auch das Bogenvibrato von früher, das kann man auch ein bisschen mit Glissando machen. Also in Jazz wird es oft natürlich genutzt. Dann probiert man natürlich das perfekte Beispiel zu bedenken. Oder zum Beispiel New Orleans ist ein Stück, das dann klassisch für Bassposaune geschrieben, aber er hat New Orleans auch genommen als klassisch und Jazz, arm und reich. Ja, also da gibt es dann auch Glissandos. New Orleans eben. Ja. Oh ja, so, ja. Und da gibt es dann auch das ist wieder mehr auch das Weiche. Also abhängig von das Ziel auch kann man Glissando ganz anders nutzen. Also, was muss man noch erwähnen? Vibrato, spielt das eine Rolle? Schon, Vibrato ist, weil wir auch so mit die menschliche Stimme beschäftigt sind und so oft zusammen Sachen machen. Aber auch unsere Klang ist auch ein bisschen das Bereich von der männlichen Stimme. Also viel von unseren Sachen, Farben machen wir auch mit ein bisschen Vibrato. Vielleicht nicht immer in Orchester, aber wenn man mal Kammermusik macht oder Solo spielt, also und das kann man auch wieder, man kann natürlich ganz großes da macht man ganz klein, aber man kann auch mal also was Ganzes. Da kann man super dramatisch, theatral Vibrato bringen. Das hat bringen. Natürlich sehr viel von der menschlichen Stimme, genau, an sich auch. Ne? Ja. Kennt ihr sowas wie Flatterzunge, was die Flötisten schon kennen? Ja, sehr. Das kann man mit machen. Da kriegt man so das. Ja. Manche machen es auch, zum Beispiel die Engländer, die haben kein R, die machen das R. Finde ich schwieriger, weil ich habe die R. Und dann gibt es auch noch Growl. Macht man dann.
Da macht man es eigentlich in die Kehle. Das ist dann wieder noch eine andere Sache. Das ist alles sehr genau bezeichnet, kommt in der neuen Musik auch vor, natürlich. Viel, ne? Ja, schon. Ja. Und gut, Dämpfer brauchen wir jetzt nicht zu reden, das ist ein extra Kapitel für sich auch. Ja. Was ist mit Trillern? Gibt es da irgendwie besondere? Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Ja, ich finde es persönlich zum Beispiel schwierig. Manche können es super einfach. Man muss eigentlich zwei Töne natürlich miteinander verbinden. Ja, genau, ja, ja. Und das war jetzt ein Terz, also kein Sekundentriller, genau. Ja. Und das kann Größe, kleine Höhe, Tiefe. Und zum Beispiel, wenn wir Albrechtsberger spielen oder Wagenseil, da gibt es ganz viel von diesen Trillern. Auch in die modernere Musik kommt es auch ganz viel vor. Man kann es so machen, man kann natürlich auch mit Ventil manchmal machen, dass man. Das geht auch. Ich habe noch zwei Ventilen, hat man noch Wahl. Aber die Lip-Trille, das ist schon berühmt auf Posaunen. Das muss man richtig üben, auch, dass man das ganz gut hinkriegt. Wo du eben die Namen Albrechtsberger und Wagenseil nanntest, die gehören ja in den Wiener Bereich, in den frühklassischen Wiener Bereich. War das irgendwie damals eine Hochburg von Posaunen oder war das, dass die auf die Idee gekommen sind, Posaunenkonzerte zu schreiben? Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß zum Beispiel, ein Kollege von mir hat mal Forschung gemacht, zum Beispiel nach Ferdinand David, auch so ein berühmtes Stück, warum das dann geschrieben war. Und da hat er auch wirklich entdeckt, da gab es einen berühmten Posaunisten. Ja, und, ja, ja. Und darum hat David auch geschrieben. Das war der, den Robert Schumann den Posaunengott genannt hat. Genau. Also ich bin bestimmt sicher, dass es, dass es bei Wagenseil und Albrechtsberger auch so gewesen ist. Ich weiß nur nicht auswendig so, welche Posaunisten damals in der Gegend waren. Aber das hat sicher so, ist sicher so gelaufen. Und dann, was man natürlich immer vergisst, man denkt immer, es hätte sich alles in Wien abgespielt. Salzburg spielt dann natürlich eine ganz große Rolle. Ja, ja, ja. Die drei Posaunen, die sind im Salzburger Klassischen, in der klassischen Orchesterbesetzung. Und dann so Leute wie Leopold Mozart, die gehören ja nach Salzburg. Ne? Ja. Oder auch Michael Haydn, ja, der auch ein Posaunenkonzert geschrieben hat. Und Leopold Mozart, der hat, glaube ich, verschiedene Sätze geschrieben, wo drin Posaune drin vorkommt und die dann die Posaunisten einfach zusammengestellt haben zum Konzert. Ja. Oder wie war das genau? Ja, nein, ja, ich kenne das nur als Konzert, aber ich denke, das ist immer so gelaufen. Das war schon ganz früher. Es gab einen Komponist und es gab Musiker in der Gegend und der Komponist hat einfach für diese Musiker geschrieben. Mhm. Und dann ist das die Welt überreist. Und dann haben andere Leute das wieder gespielt. Manchmal auch auf andere Instrumente. Das machen wir natürlich noch immer oft. Ja. Zum Beispiel, ein von den berühmtesten Probespielstücke für Bassposaunen ist eigentlich für Tuba geschrieben. Nämlich? Aber das Lebedev. Das ist ein, und das ist ursprünglich für Tuba geschrieben. Und dann später für Bassposaunen ein bisschen bearbeitet, haben wir viel gespielt. Und dann jetzt ist es eigentlich, zum Beispiel in Amerika wird die ganze Zeit auf Probespiel gefragt. Also ist auch interessant, wie das dann wieder läuft. Ja, gut, und ihr spielt natürlich in der Barockmusik auch Stücke, die nicht unbedingt originale Posaunenkonzerte sind, sondern Trompete, Horn oder sowas. Ja. Wir kommen vielleicht auf das eines der berühmtesten Posaunenkonzerte kurz zu sprechen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, Ferdinand David. Der war ja Konzertmeister im Leipziger Orchester und dem ist das Violinkonzert von Felix Mendelssohn gewidmet. Und da gab es wohl einen sehr guten Solo-Posaunisten und für den hat er ein Posaunenkonzert geschrieben, aus dem wir uns jetzt wenigstens, damit wir es einmal gehört haben, einen ganz kleinen Ausschnitt anhören. Thank you.
Ist es schwer zu spielen? Ja und nein. An sich nicht, nur weil es so genau kommt. Mhm. Und es ist ziemlich einfache Musik, so gesagt. Mhm. Also man hört wirklich... Ein schönes Stück. Ja, und man, aber dann hört man auch alles, was nicht unbedingt korrekt ist. Also das macht es fair. Es gibt dann natürlich Posaunenkonzerte von Komponisten, die kennt kein Mensch. Friedrich Graefe oder Ernst Saxe oder Wilhelm Eduard Scholz oder so. Wir haben jetzt als schönes Beispiel den Ferdinand David gehabt und kommen noch kurz auf die Posaune in der Oper auch zu sprechen, wo sie ja wunderbare Stellen hat. Du hast auch eine mitgebracht. Rossini scheint die Posaune sehr geliebt zu haben. Ja. Es gibt in... Gazzalata, typische Elster gibt es eine berühmte Stelle. Und dann natürlich, und das spielst du vielleicht uns vor, den Sturm aus Wilhelm Tell. Das ist schon sehr beeindruckend, wohl sehr schwer und sehr virtuos einfach, ne, oder? Ja, das ist ziemlich schnell für uns. Und in die neuere Musik gibt es auch viel schnellere Stellen, aber sicher in die mehr Orchesterrepertoire ist es schon einfach die schnellere Stellen, ja. Und dann natürlich, wer eine ganz große Rolle spielt, ich meine, neben jetzt Richard Strauss ist Richard Wagner, der unbeschreibliche Posaunenstellen in allen möglichen Opern, also Tannhäuser-Vorspiel, Fliegende Holländer, Lohengrin und dann natürlich im Ring kommen auch sehr schöne Posaunenstellen drin vor. Und da hast du das Rheingold erwähnt und da kommt eine Kontrabass-Posaune, ein Kontrabass-Posaunen-Solo kann man sagen vor. Ne? Ja, wir spielen das eigentlich mit vier Leuten, aber muss ich sagen, was speziell ist eigentlich, Wagner hat dafür gesorgt, dass die Kontrabass-Posaune wieder zurückgekommen ist. Die war eigentlich ganz weg. Früher gab es eine Kontrabass-Posaune, aber die war ziemlich schwer zu spielen und dann sind Leute einfach aufgehört, da aufzuspielen. Und dann hat Wagner gedacht für seinen Ring, ich brauche mehr Instrumente. Das hat auch Wagner Tuba entwickelt und eine Basstrompete ist entwickelt und hat auch eine Kontrabass-Posaune zurückgebracht. Und damals da haben die erstmal wieder angefangen, die Kontrabass-Posaune von früher zu benutzen. Das war ein Kontrabass-Posaune in B. Das ist Bassposaune auch in B, aber dann eine Oktave tiefer. Also war ein riesiges Instrument mit einem doppelten Zug und alles. Schwierig zu spielen. Und dann haben die das später weiterentwickelt. Und jetzt spielen wir eigentlich ein Kontrabassposaune in F. Und das kann man eigentlich ziemlich einfach ausspielen. Und ich dachte noch, ich kann mal Regenbogenmotiv, finde ich ein tolles Motiv. Das ist kein Solo, aber das Ende von Rheingold ist so schön und das passt so schön auf das Instrument. Schluss vom Rheingold. Ja. Ich dachte, ich kann mal hören lassen, wie anders das klingt. Ich spiele mal einige Takte auf der Bassposaune, das geht auch, gleicher Bereich. Mhm. Aber die Klangfarbe interessiert mich. Aber wenn man das dann auf der Kontra spielt, dann kriegt man eine ganz andere Farbe. Und das finde ich so super an die unterschiedlichen Posaunen, dass man das hören lassen kann. Das ist natürlich eine unbeschreibliche Klangfarbe, einen halben Meter länger, ne? Genau. Mhm.
Wagner, Wozzeck von Alban Berg gibt es, glaube ich, auch wunderschöne. Ja, ja, auch für Kontrabass-Posaune. Auch für Kontrabass-Posaune. Ja, ja. Ne? Also über die Literatur müssen wir natürlich jetzt noch endlos lange reden. Die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass es von Hindemith eine Posaunensonate gibt. Ja. Wobei er für jedes Orchesterinstrument eine Sonate geschrieben hat. Genau. Warum also nicht für Posaune? Und dann gibt es natürlich in der neuen Musik, spielt die Posaune noch eine ganz große Rolle. Unser hier Karlsruher Wolfgang Riem hat ein sehr schönes Stück, welches du auch aufgenommen hast auf CD. Ja, ja, für vier von diesen großen Jungs und Harfe und Schlagzeug ist schon ein begeisterndes Stück, weil er hat die Kontrabass-Posaune so unglaublich gut gekannt und so gut genützt. Und dann zusammen mit der Harfe, was man natürlich nicht erwartet, das erwartet man nicht, oder? Diese himmlische Harfe, aber passt unglaublich gut zusammen. Apropos Harfe, du hast seit einiger Zeit ein Duo mit einer sehr guten Harfenistin, die du auch persönlich kennst. Ja, kenne ich ziemlich gut, ja. Okay. Ja. Neue Musik, da hast du auch interessante Sachen gemacht. Zum Beispiel gibt es ein Projekt, das heißt Slice Monsters, was ist das? Ja, ich war mal angerufen durch eine japanische Posaunist. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gekannt und gesagt, ja, Brandt, ich habe jetzt was vor. Ich möchte ein Quartett wachsen mit zwei Klassisch- und zwei Jazz-Posaunisten. Und möchtest du mitmachen? Und dann hat er zwei Namen genannt, die ich gut kenne, Marshall Jerks und Joe Alessi aus New York. Und die sind beide, Joe Alessi in New York Philharmonic und der klassische Welt, der berühmteste vielleicht von der Welt. Und Marshall Jerks in der Jazzmusik, einfach der berühmteste, war lange Zeit in WDR, Big Band, auch Solo-Posaunist, aber auch als Solist, super berühmt, habe gedacht, ja, das müssen wir machen. Haben wir eine Tour gemacht durch Japan mit Eijiro Nakagawa, das ist der Name von der japanischen Posaunist, und es war unglaublich, es gab 1000 Leute pro Abend und wir haben 2 Stunden noch Unterschriften machen müssen und es war so toll, um mal mit diesen vier auf der Bühne zu stehen. Und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und dann gibt es noch das Projekt, wie heißt es, David? David, ja, das ist das Ensemble, wo du mitmachst, niederländisches. Genau, Nederlands Blasensemble, niederländisches Bläsensemble. Und wir spielen so, wir beschränken uns eigentlich auch nicht. Wir spielen Musik von Gran Petita bis, wir haben der Ring ohne Worte mal in 1 Stunde gemacht, aber dann ohne Dirigent, ohne Streicher, ohne Sänger. Aber wir spielen dann auch oft Weltmusik, griechische Musik, afrikanische Musik. Und wenn wir dann so ein Projekt angehen, dann forcen wir einfach die Musik so gut, dass wir am Ende in eine andere natürlich Bearbeitung der Original doch wieder diese Musik spielen können. Und das ist für mich als Musiker unglaublich interessant, dass ich meine Farben, meine Intonation, mein Weg von den Posaunennoten entwickeln kann. Und David ist so ein Beispiel für ein Stück, was meiner persönlichen Meinung ganz gut gelungen ist. Und ursprünglich war das ein Popsong eigentlich in der Türkei, aber jetzt ist ein ganz schönes Lied geworden. Dann sagen wir, das war der sogenannte Werbeblock, denn diese Stücke gibt es auf CD zu kaufen. Ja, genau. Vielleicht ganz zum Schluss noch ganz kurz zu sagen, woher das Wort Posaune überhaupt kommt. Kommt von lateinisch Bucina, das heißt Signalhorn. Und das Bucina wiederum kommt von Bos, heißt das Rind auf Lateinisch, und Canere, das heißt singen. Bos, wir kennen alle das Wort aus dem Lateinischen, quod licet Jovi, non licet Bovi, und da kommt das Rind auch drin vor. Und da sagtest du aber, das Wort ist im Holländischen, Posaune ist überhaupt nicht mehr gebräuchlich. Nein. Basan, sondern ihr sagt wie im Trombone. Trombone. Genau. Da ist auch vielleicht noch zu erwähnen, die Endung ohne heißt immer tief. Also Violine ist hoch, Violone ist Kontrabass. Clarino ist hohe Trompete, Clarone ist Bassklarinette und eben ihr seid die ganz tiefe Trompete. Brandt, zum Abschluss ganz herzlichen Dank, also, dass du für dieses schöne Gespräch zur Verfügung standest. Wir hören vielleicht noch zum Ausklang ein bisschen Musik aus Schumanns letzte Prozession. Ja. Es ist geschrieben für das Duo mit Harfe und Martijn Parringer, ein holländischer Komponist, und ist ein großer Fan von Robert Schumann. Er hat ein Stück geschrieben über das Ende von das Leben von Schumann, wo Schumann eigentlich krank geworden ist im Kopf. Und er war in einem Sanatorium und die haben schreckliche Sachen probiert, um ihn wieder gesund zu machen. Das ist nicht alles gelungen. Aber einmal pro Tag war er erlaubt,
eine Wanderung zu machen nach seinem eigenen Idol Beethoven. Es gab ein Statue von Beethoven und jeden Tag ist er mal hingelaufen. Und da gibt es Geschrifte, da haben die Leute, die ihn versorgt haben, gesagt, er hat so langsam gelaufen, es hat sich angefühlt, als ob er zurückgelaufen ist. So langsam war es. Okay. Und dann hat Paring hat das Stück, es ist Schumann, aber unglaublich langsam und umgedreht. Und das hört man. Wir sind gespannt. Ganz kurz vorher verrate ich Ihnen noch, was Büroklammer auf Englisch und Französisch heißt, nämlich Trombone. Thank you.